ist ein Auftrag, jetzt direkte Friedensgespräche zwischen den Parteien im Nahen Osten aufzunehmen. Diese Entscheidung muss ein Anlass sein, dass wieder direkt verhandelt wird zwischen Palästinensern und Israelis, damit eine Zwei-Staaten-Lösung auch möglich wird. Unser Ziel ist und bleibt eine faire, ausverhandelte Zwei-Staaten-Lösung. Nur sie wird dauerhaft Frieden und Stabilität in die Region bringen. Und deswegen ist dieses Votum der Vereinten Nationen auch ein Auftrag dafür, dass die Verhandlungsunterbrechung beendet wird, dass direkte Friedensgespräche wieder aufgenommen werden. Und hier wird die internationale Gemeinschaft auch einen konstruktiven Beitrag leisten. Es ist bedauerlich, dass die Europäische Union nicht zu einer gemeinsamen Haltung bei der Abstimmung finden konnte. Das wird uns nicht davon abbringen, weiter auch in Zukunft gemeinsam für eine ausverhandelte, faire, stabile Zwei-Staaten-Lösung zu arbeiten, in dem Israel in sicheren Grenzen leben kann, aber auch die Palästinenser ein